Jetzt sind wir in der Teemanufaktur, wo noch mit alten Maschinen der Tee bearbeitet wird. Hier werden die Teeblätter zum Trocknen gelagert. Einmal ordentlich durchgeschüttelt. Mit diesem Aufzug kommen von oben die Säcke runter. Und wie man sieht, alles noch richtig schön. Alte Maschinen mit Riemenantrieb. Die Teerutsche. Hier drin wird ordentlich gewirbelt. Hier wird er richtig auf Temperaturen gebracht. Das heißt Resttrocknung. Geschnitten wird er noch auf entsprechende Größen. Und auch hier alles alte Maschinen. So fährt ihr Tee. Hier werden gerade die Anlagen gereinigt. Einmal abbiegen. Hier wird nochmal ordentlich durchgerüttelt. Durchgesiebt. Tee. Und dann ist da unten der Tee. Jetzt sind wir im Verkosterraum. Hier kann man den auf diesen Plantagen geernteten und verarbeiteten Tee verkosten. Hier wird der Tee in Tüten verpackt. Und wie es sich gehört, gibt es natürlich auch einen Verkaufsraum, wo man den Tee und andere Sachen kaufen kann. Und zum Abschluss natürlich nochmal die Teeplantagen. Die scheinen aber gerade alle abgeerntet zu sein. Die ziehen sich dann bis zu den Hängen dort hinten hoch. So, das war's dann von der Teeplantage in Saumigel.